Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Peter Marcolas Blast. Wir hatten ja das letzte Mal, wenn ihr euch zurückerinnert, lasst mich geswitcht zu der Stelle hingehen. Hatten wir das Problem gehabt. Wartet jetzt kurz, gehe geswitcht zu der Stelle. Dumm, müssen wir erst wieder hinrennen. Also war das denn überhaupt, wenn ich jetzt dumm? Sorry, mein Fehler. Ich habe das Problem, dass deine Natur nicht losgekommen sind. Und das habe ich jetzt gelöst. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Und übrigens, heute, dass in den letzten Tagen keine Videos kamen, das lag daran, dass meine Wii U kaputt war. Wir haben jetzt aber eine neue bekommen und haben einen Datentransfer gemacht. So sind meine Daten gespeichert. So kann ich jetzt endlich wieder meine Videos machen. So, wir hatten das Problem. Jetzt weißt du mich wieder hier das Wasserrad, dass wir hierfür, dass das nicht funktioniert hat. Und da habe ich jetzt einen Weg gefunden, wie das funktioniert. Und den füllen wir jetzt aus. So sieht's aus. Dann kommen wir dann nämlich auch durch bei der Klopapierrolle, wo wir das letzte Mal eingeblieben sind. So, hoch die Treppe. Dann haben wir den Wasserfall. Uah, ob das so gut war? Es fließt mit dem Wasserfall in die Tiefen. Out. So, jetzt müsste das Wasserrad eigentlich wieder anspringen. Genau. Papierwasser kommt zu uns. Ja, schön, es läuft. Das sieht sehr schön aus. So, und das muss wiederum die Klopapiertür aufmachen. Ging auch, tut's auch. Und da kommen wir dann schon an unseren ersten Stern. So, auf Mario. Ich habe gelesen beim letzten Part unter den Kommentaren, das hört sich ein bisschen an wie so Venedig, Venedig-Musik, also tut sie wirklich richtig cool. So, jetzt haben wir geschafft, wir haben es zum großen Farbstein gesagt, Mario, los, lass mal einen holen. Hm, es ist ja gar kein großer Farbstern, er ist viel zu klein. Mario, hierbei handelt es sich um einen kleinen Farbstern. Aber keine Sorge, das ist ein sehr gutes Zeichen. Deine Farbsterne sind so etwas wie große Farbsterne im Mini-Format. Dieser gibt Sinn. Ich denke, das bedeutet, dass wir auf der richtigen Spur sind. Kleine Farbsterne werden uns ganz sicher zu großen Farbsternen führen. Auch dieser gibt Sinn. Vermutlich. Und große Farbsterne führen dazu, dass man wunderschönen Brunnen zu einer feurigen Pracht, dass man den wunderschönen Brunnen zurück zu seiner wundervollen Pracht zurückkehrt. Naja, wie auch immer. Hey, was geht da vor? Es wird kalt, oder? Oh mein Gott, am Piratenschiff! What the fuck is this? Da mal ein Toad. Und ein Eimer. Nein! Ach! Also, das sieht ja gar nicht gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Die Luftgalerie macht sich mit einem großen Eimer und zur Farbe davon. Haben sie etwa so viel Farbe aus Bord Prisma gestohlen? Ich glaube, den Stern, los geht's. Ach, scheiße. Dann müssen wir jetzt schauen, was da abgeht, aber ich bin... So, erstmal ein Stern. Level geschafft. Cool, wir haben unser erstes Level geschafft. Und zwar am 5. Part. Kann man machen. Und wir bekommen Fahne. Farbe! So, jetzt habe ich nur eine Münze eingesammelt, aus Dummheit. Das ist Hammer. Und da geht's weiter. Ich wusste gar nicht, dass es auch so levelartig aufgebaut ist, das Ganze. Aber es ist bestimmt ganz cool.
So, jetzt gehen wir mal kurz rein. Denn hier haben wir die Farbe gestohlen bekommen. Vielleicht sind die aber auch alles und einfach im zweiten. Ja, scheint mir so. Dann machen wir uns einfach gleich auf den Weg ins zweite Level. Also ich finde die Musik wirklich so richtig, richtig cool. So Venedig-artig, richtig episch. So, let's do level number 2. Papieroni-Fahrt, okay. Oh, sieht so geil aus gerade. Hierhin hat uns der kleine Farbstin also geführt. Auf den Paroni-Fahrt. Dann mal los, Mario. Lass uns den nächsten Farbstern suchen. Auf geht's auf die Suche und wie immer, hallo, alles farbig machen, was einem nur in die Quere kommt. Dann bekommt Münzen dafür und auch den Rest kann man hauen. Dort hier mal Fragezeichenfeld, dann kommt eine Karte, ein Hammer. Halte hier erstmal. Farbe. Oh, wieder eine Karte, ganz geil. So, und hier liegt Farbe rum. Die haben die wohl fallen lassen. Und hier ist ein, ja. Mystery. Ein, Mystery, ne. Ein, Special, ich hab grad den Namen vergessen. Wie sagt man, Special, ein, ich hab den Namen grad vergessen. So, jetzt habt ihr eine Karte bekommen, danke. Freut mich auf jeden Fall. Aber nochmal kurz zurück, denn hier müssen wir noch einiges, farbig machen. Warte. So. Nach dem dritten Mal haben wir es auch gesagt. Haben auch etwas zum Farbig. Hört. So. Und Geld einsammeln. Geld ist nämlich sehr wichtig. Kann ich was mal verraten? Karte ist natürlich genauso wichtig. Feuerblumenkarte, cool, cool. Aber Geld ist auch wichtig. Geld ist immer wichtig, egal ob im Spielen oder im Real Life. Oh, hier gibt es aber auch noch einiges anzupinseln. Da gibt es ein ganz großes Geschenk. Kann ich mir vorstellen. Ist aber nicht ganz so aus hier. Fehlt noch was, hier fehlt noch was. Und hier vorne natürlich. Und dann fahren wir bald alle. Wird. Ob das jetzt hier so eine gute Idee war? So, hier fällt noch was. Jetzt hat er was. Oh, oh yes, das war eindeutig eine gute Idee. Das Garten, das wir bekommen haben, ey. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Haus. Sieht doch echt cool aus. So. Hallo, ich hab doch auf die Blume gerichtet, so jetzt hat. Zack, boom, bang. Zack, boom, bang. Soll vielleicht mal wieder die Münzen ansammeln? Dann haben wir noch eine kleine Blume. Halt. Du hast nicht die richtige Farbe, um diesen Fleck anzufärben. Schlag doch mal gegen ein paar Blöcke oder Blumen, welche bekommen. Okay. Ah ja. Nächster Versuch. Halt! Das ist so dumm an dieser Blume anzufärben, sei es drauf.
was zum Nack geht hier vor sich? Ja, das frage ich irgendwie auch. Zeigeist gehen vor sich. Und die von Tanz auf, das ist schön. Boah, das, was die machen, ist nicht schön. Und jetzt wird gebettelt. So, die müsste ich eigentlich relativ kalt machen. So. Ah, süßen, die sind stärker. Und zwar um einiges. Na, was haben wir jetzt hier? Ja. Okay. So, das war out. So. Also ich überleg mir immer, was ich mache. Den Fall von Hammer entziehen. Der macht es kalt. Aber der kann zunächst. Hallo die Waldfee. So. Und aber muss den eigentlich auch kalt machen. Jop! Dem ist so wärms. Ach, leck mit dem Arzt, da kommen ach die Rennwerke, okay, dann ist alles gut. So, du machst auch einen Stopp, das ist gut. Das darfst du nicht zulassen, okay? Lieber doch nicht. Ja, ich suche sie gleich hinterher. Aber auch noch so eine Farbe rot, Farbe haben wir jetzt wieder genug. Ist gut, die mussten sich auch einiges einfärben. Das ist halt Paper Mario Color Splash, ne? Aber was einfärben. Das macht das Spiel zu episch und das ist sicherlich, gehört eins zu den besten Wii U-Spielen. Und ja, ist auch das letzte, was für Wii U erschienen ist. Wenn man jetzt mal Smash Dance und Pride of the World und dazu nehmen, ist es das ganze Line-Up für die nächste Zeit. Ich mach mal Rande. So, jetzt weiß nicht hier, ich hasse diese Miniaturwege. Okay, hier haben wir ein neues. Oh, voll Leben. Hier kann man speichern. Ich mache jetzt hinten einen Speichers Wissenstopp, damit es hier wieder ankommt, falls ich verdecke. Ich weiß nicht, ob sie weitergeht. Das ist vollkommen blind. Falsche Taste. Pass ab. Hallo. So, jetzt hat's. Dum dum dum, Geld ansammeln. Oh. Was sagst du denn da? Da drüben ist ein kleiner Farbstern. Das war ja einfacher als dachte, irgendwie auch. Aber es ist auch, und es heißt du wirklich ganz durch Zufall bemerkt. Ich hab mir gehört. Moment mal, was in aller Welt 8 bis 4 geht hier vor? Sieh nur, die Farbsterne wurden ausgesaugt. Ah. Ich Halunke, ich sehe schon, wir werden den jetzt hier. Ja, okay, wir müssen den wohl hinterher jagen. Die hat dessenswerterweise Farbe fallen. Einfach immer Farbe fallen lässt, der Deppe. Halt. Hier gab's eine Münze. So. Also, hallo. Ich möchte alles einfärben, was an den Bär kommt. Ach shit, jetzt müssen die ganzen Zeigers hier, so, ich schaue in meine Karten.
weg ist es, ja. Die Hammers mag ich am liebsten einfach einmal draufhauen. Und die... Zwei Geist sind weg. Ich lasse das Heiger jetzt auch fertig ihr Mittags-Snack machen und renne lieber den Typ hinterher. Wow. Wow! Was will dieser Fotze? Ja, als ob. Du kannst dich mal. Hau drauf und dann bist du weg. Bis ich wurde nur halb gefärbt. Das habe ich jetzt trotzdem genügend Wirkung. Ja, das heißt jetzt Mist, aber. Ah, okay, das ist meine eigene Dummheit. So, die färbe ich aber schön ganz. So, und nein, Spiel. Hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Ich glaube nicht mehr. Warte mal. Der ist hier. Yep, ist weg. Boah, da freuen wir uns. Ah, geil, Karten. Cooper-Karte. Haben wir alles einsammeln, alles wichtig, alles wertvoll. Jetzt war's Tipp und hier gibt's Farbe zum Sammeln. For free. So, dann der Masai Geist. Das heißt, es ist eine sehr... Oh, da haben wir ein Level, ganz kurz, mal kurz. Ach, scheiße. Okay, dann muss ich noch ein bisschen durch, dann werden wir dahin wollen. Da kommen wir aber hin und das machen wir im nächsten Part, liebe Leute. Denn den Part beende ich jetzt an dieser Stelle. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like und ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut.